Hallo, mein Name ist David Buchanan. Ich bin bei der Firma Vision & Control zuständig für den Bereich der Vision-Systeme. In diesem Video möchte ich mal erklären, wie man grundsätzlich die Netzwerkverbindung einrichtet zwischen einem Vision-System, also in diesem Fall einem Vicosys 5400 und der Bediensoftware VCWIN auf einem Laptop. Um das Ganze zu verstehen, ist es erstmal notwendig, sich einen Überblick zu verschaffen über die Schnittstellen, die wir haben an so einem System. Also das heißt, wir haben hier erstmal die wichtigen Schnittstellen LAN 1 und LAN 2. Hier ist es so, dass LAN 1 dazu prinzipiell gedacht ist, eine feste IP zu vergeben. Das heißt, später, wenn das Gerät verbaut ist, sollten Sie eigentlich vom Anlagenbetreiber eine IP bekommen und die dort einstellen. Und dann ist das eben so, dass das Gerät immer mit dieser IP bootet. Es ist so, dass diese IP auch auf dem Monitor beim Booten angezeigt wird und dass das eigentlich die IP ist, die dann nun auch genutzt werden kann, um sich mit dem Gerät zu verbinden. Prinzipiell ist es so, dass für die Inbetriebnahme das so konfiguriert ist, dass das Gerät auch mit DHCP dort bootet und wenn es kein DHCP findet, eben diese Fallback-IP, die defaultmäßig eingestellt ist, verwendet. Das ist die 192.168.380, sodass, wenn Sie sich quasi direkt mit dem Laptop verbinden, das heißt LAN 1 verbinden mit Ihrer Netzwerkschnittstelle und auf Ihrem Laptop eben sich auch eine IP aus dem 192.168.3er-Netzwerk geben, die natürlich nicht hinten 180 haben darf, sondern eben eine andere Zahl, dann können Sie prinzipiell mit dem VCWIN das Gerät erreichen. Des Weiteren gibt es natürlich die Möglichkeit, dass Sie einfach den LAN 1 mit Ihrem Firmennetzwerk verbinden und auch Ihren Laptop mit dem Firmennetzwerk. Dann würden quasi beide Geräte über ihren DHCP-Server in ihrer Firma eine IP zugewiesen bekommen und könnten miteinander reden. Dazu müssten Sie quasi das Gerät automatisch suchen lassen, aber das sollte in der Regel funktionieren. Was es auch gibt als Möglichkeit, ist hier den LAN 2 zu nutzen. Hier ist es so, dass dieser LAN-Port quasi für Local Link gedacht ist. Das heißt, Sie können sich direkt mit dem LAN-Kabel hier drauf verbinden und Ihren Laptop auf DHCP stellen, beziehungsweise automatische IP-Zuordnung, dann wird es so sein, dass die beiden sich quasi auf eine 169er IP einigen. Das ist dieser Local-Link-Mechanismus und Sie eben von dem Laptop aus Ihr Gerät erreichen können. Hier unten gibt es natürlich noch vier weitere Netzwerkschnittstellen. Üblicherweise in einem Gerät, das ist quasi diese vierfach PoE-Kamerakarte, die ist lediglich dazu gedacht, um Gigabit-Ethernet-Kameras, also Genicam-Kameras anzuschließen und eben auch über PoE zu powern. Hier über diese LAN-Ports erreichen Sie Ihr Vicosys nicht. Der Vollständigkeit halber erläutere ich nochmal die anderen Schnittstellen. Hier ist es so, dass wir noch zwei RS-232 dran haben. Dann gibt es hier noch einen CAN-Port, für den benötigt man eine extra CAN-Lizenz. Es gibt noch ein paar digitale Ein- und Ausgänge, es gibt ein paar USB- Ports, mit dem kann man diese Vicostick-Backup-Mechanismen nutzen und auch eine Tastatur anschließen, einen Monitorausgang sowie eben die 24-Volt Stromversorgung. Man kann hier prinzipiell natürlich in den freien Slot auch noch andere Schnittstellenkarten mitbestellen. Da gibt es zum Beispiel die Profinet-Karte, die verfügt dann wiederum über LAN-Ports. Die sind aber lediglich dazu gedacht, um die Netzwerkschnittstelle mit einer SPS zu verbinden und dann eben über Profinet zu kommunizieren. Das funktioniert quasi auch nicht über diese das Gerät zu erreichen. Des Weiteren gäbe es natürlich noch die Variante, hier digitale Ein- und Ausgängekarten zu stecken. Aber das ist quasi nur für eine Erweiterung gedacht, falls Ihnen die Onboard-IOs nicht reichen. So, das heißt, auf Seiten des Laptops sieht das Ganze dann so aus, dass wir hier zunächst einmal die Möglichkeit kennen sollten, die IP des Laptops zu ermitteln. Dazu benutze ich normalerweise einfach den Mechanismus, hier auf dieses Startsymbol zu gehen. Das geht auch unter Windows 10 und einfach CMD zu tippen. Dann kriegt man hier die Eingabeaufforderung gelistet, wenn man draufklickt und das groß macht, kann man mit dem Befehl ipconfig die aktuell eingestellte IP sehen.
die eben hier unter Ethernet Adapter angezeigt wird. Das heißt, dass ich habe gerade die 192, 168, 370 und kann deswegen mit meinem Vicosys direkt über den LAN 1 reden, der ja dort die 192, 168, 380 hat. Das heißt, ich kann das auch über den Ping-Befehl hier kontrollieren, 192, 168, 380. So, im VCWN selbst gibt es natürlich auch Suchmechanismen. Es gibt hier den Dialog, der über Kommunikation Schnittstelle erreicht werden kann. Ich kann den gleichen Dialog auch erreichen, indem ich hier links neben diese Schnittstellen-Combo-Box klicke und dann eben im ersten Reiter bei Auswahl Ethernet auswähle und dann in dem Subreiter TCP/IP nach dem Gerät suche. Da gibt es hier den Button Suchen und ich kann hier quasi ein Abkommando abschicken vom Laptop und alle Geräte, die eben erreichbar sind, die werden darauf antworten mit ihrer Bezeichnung, ihrer Seriennummer und eben, dass sie verfügbar sind. Das heißt, hier werden die aktuell gefundenen Geräte mit im Netz markiert und das ist eben ein gutes Zeichen, dass das Gerät erreichbar ist. Prinzipiell kann ich hier unten ein Gerät auswählen und hier oben dann auch nochmal den Namen ändern. Also ich könnte jetzt hier Demo schreiben und dann auf Ändern und dann ändert sich der Eintrag hier unten in der Liste der gefundenen Geräte. Ich kann auch suchen, indem ich hier oben auf diese zwei Pfeile klicke. Das ist quasi dasselbe wie Suchen in dem Schnittstellendialog. Und dann werden wir hier auch in der Liste der gefundenen Geräte die einzelnen Geräte angezeigt und eben die Ethernet-Geräte mit im Netz markiert. Ja, jetzt kann ich mich einfach verbinden. Und das war's hier an der Stelle schon. Prinzipiell kann ich natürlich auch die IP-Adresse des Systems ändern. Das bezieht sich immer auf den LAN 1, weil das ja quasi die IP ist, die gedacht ist, fest im Maschinennetz verwendet zu werden. Ich bekomme hier noch eine Warnmeldung, dass wenn ich hier über diesen LAN 1 eine ungültige IP-Adresse einstelle, es dazu kommen kann, dass man das Gerät nicht mehr findet. So, dann kann man aber natürlich immer noch den LAN 2 nutzen und über diese Local-Link-Mechanismen das Gerät wieder erreichen. Für LAN 1 gibt es quasi jetzt diesen Dialog. Hier habe ich die Möglichkeit, den DHCP abzuschalten. Das heißt, ich kann hier wechseln auf eine rein statische IP-Adresse. Das heißt, er versucht nicht erst einen DHCP zu bekommen und wenn er keinen findet, nutzt er die Fallback-IP, sondern hat gleich die feste. Das würde ich auf längere Frist auch empfehlen, wenn quasi die Inbetriebnahme abgeschlossen ist. Hier unten kann ich einfach die IP-Adresse einstellen und auch die Subnetzmaske sowie optional einen Gateway. So, hier bekomme ich die Meldung nochmal, wenn ich die IP-Adresse geändert habe, dass die erst beim nächsten Neustart aktiv wird. Das soll es jetzt aber auch schon gewesen sein für mein Video. Als nächstes Video empfehle ich diesen Grundablauf anzuschauen mit dem Befehl Pixelzählen und wie man da drin eben die Unterprogramme erstellt. Viel Spaß. Ich hoffe, Sie haben was gelernt und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!